Mürzzuschlag ist die Wiege des Wintersports. Das Mürzzuschlager Wintersportmuseum ist weltbekannt und es gibt das Nostalgie-Dim. Hier widmen sich einige Damen und Herren dem historischen Skilauf. Näheres erfahren Sie diesmal im Studiotalk. Herzlich willkommen bei TV Mürz. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Studiotalk. Das Nostalgie-Dim steht diesmal im Mittelpunkt und dazu begrüße ich ein Gründungsmitglied dieses Nostalgie-Dims und den Leiter des Wintersportmuseums Mürzzuschlag, Magister Hannes Notnagel. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Nostalgie-Dim, woher dieser Begriff, wie ist er entstanden und wie ist es überhaupt zur Gründung gekommen? Wir müssen zurückblicken ins Jahr 1997. Da gab es ein Symposium in Haus im Enztal, zu dem ich als Museumsleiter eingeladen war. Und in dem Rahmen gab es auch eine Krummholz-Trophy, dort genannt, ein nostalgisches Skirennen. Ich dachte mir, ich frage ein paar Freunde, ob die nicht Lust hätten, dort mitzufahren, ausgestattet vom Wintersportmuseum. Das ist dann auch so passiert. Und wie es die Sache so will, wurden sie dann Erster, Zweiter, Dritter. Und dann der vierte Starter war eigentlich der Hauptakteur im Beitrag des ORF, weil der hat so einen kapitalen Sturz gemacht, also dass sie da dann diesen Sturz sehr lange gefilmt haben. Und dieses Rennen und diese Aktivitäten dort war eigentlich die Initialzündung für die Gründung dann des Nostalgie-Teams. Und seitdem sind jetzt 25 Jahre ins Land gegangen und es ist nach wie vor sehr, sehr schön, weil man einfach merkt, dass die Mitglieder mit sehr viel Elan und sehr viel Engagement dabei sind. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Nostalgie-Team, Nostalgie-Fahren. Was bedeutet das? Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, verschiedene Stilarten von den 1890er Jahren bis in die 1950er Jahre dem interessierten Publikum zu zeigen in Originalausrüstung aus dem Wintersportmuseum und mit authentisch nachgeschneiderter Bekleidung und eben zu zeigen, wie ist man in der jeweiligen Zeit Ski gefahren, wie hat die Ausrüstung ausgeschaut. Wir haben das Ganze natürlich von historischen Fotos, von Filmausschnitten heruntergeschaut, abgeschaut und es uns eben zur Aufgabe gemacht, das nachzumachen, das zu erlernen und zu demonstrieren. Ihr demonstriert einen Zeitraum von circa bis, wie kann man das abstecken? Wie erwähnt, von 1890 in etwa bis 1950 sind eben verschiedene Ausrüstungen natürlich, klarerweise. Da hat sich sehr, sehr viel getan am Ausrüstungssektor, auch am Techniksektor. Das eine hängt ja mit dem anderen sehr eng zusammen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Veranstaltungen, wo wir dann im Laufe der Jahre unterwegs waren, wo wir diese Demonstrationen zeigen konnten. Ob das jetzt aktive Demos am Schnee waren oder ob das dann vielleicht auch nur Modeschauen mit Erklärungen waren. Da ist eine breite Palette über die Jahre zusammengekommen. Da zeigt sich auch verschiedene Fahrstile. Der Telemark ist zum Beispiel bekannt. Welche Stile präsentiert es hier weiters? Ja, begonnen hat es mit Fahrstilen, die vielleicht gar keine Stile waren, sondern einfach Benutzung des Gerätes vom Jäger, vom Forstmann, der eine Hilfe für die Arbeit im Schnee gehabt hat. Erst dann durch Matthias Starsky wurden erste Techniken entwickelt, Methodiken entwickelt, didaktisch gearbeitet. Schon erwähnt der Telemark, der ursprünglich aus der Provinz Telemarken in Norwegen stammt, oder auch der Christiania. Im Dialekt hat es ja mal geheißen O-Christeln. Also das kommt auch davon, Christiania ursprünglich der Name von Oslo, bis herauf dann natürlich zur Beinspiel, zur Gegenschultertechnik, zum Wedeln, das dann in den 50er Jahren ja unter Stefan Kruckenhauser ganz, ganz bekannt geworden ist. Quersprung? Was auch geben? Ja, wir haben natürlich auch ein paar attraktive Stilarten eingebaut, den sogenannten Doppelstock-Umsprung oder Quersprung oder auch eine eigene Art des Skifahrens, nämlich Fahren und Steuern mit dem Wind, mit einem speziellen Bekleidungsstück, dem Lutherflügel oder Thieringmantel. Das war Ende der 30er Jahre, auch das sehr spektakulär, das schaut so ähnlich aus wie Batman.
Also ihr habt diese alte Ausrüstung tatsächlich noch, also was Kleidung, Bindung und Ski betrifft. Welche Materialien sind da dabei? Am Anfang natürlich reine Holzski, klarerweise ohne Stahlkanten, mit ganz einfachen Bindungen, mit Metallbindungen. Sogenannte Bilgeri-Bindung ist dann gekommen, das war eine, schon eine Stahlfederbindung. Bekannter ist dann sicher diese Seilzugbindung oder Kandahar-Bindung, die viele ja in den 50er, 60er, 70er Jahren dann noch gekannt haben. Und der Ski hat sich dann natürlich auch verändert, aber wie dann die neuen Materialien gekommen sind, Metall, Kunststoff, dann ist eigentlich für uns die Entwicklung schon beendet im Nostalgie-Team, weil da hören wir dann mit unserer Zeiteinheit dann schon auf. Wie leicht oder wie schwer ist es nun, solche alten Skigeräte zu bedienen, zu lenken, wenn man jetzt ein durchschnittlicher Skifahrer ist? Kann man das erlernen und wie lange braucht man dazu? Ich vergleiche es immer so, das ist so ähnlich, wie wenn man mit einem Langlaufski eine Skipiste runterfährt. Das heißt, wir sind es natürlich gewohnt, dass man quasi in einen Schraubstock drinstecken, in den modernen Skischuhen mit den Schnallen. Das ist einmal komplett anders, weil man ja in ganz niederen, weichen Lederschuhen drinnen steht und diese Mittelstellung, diese Gleichgewichtsstellung das Problem eigentlich darstellt. Man hat meistens zu viel Vorlage oder zu viel Rücklage. Das ist sicher eine Sache, die gelernt werden muss, die man gewohnt werden muss. Und ich bilde mir aber ein, seitdem wir mit diesen Holzbretteln unterwegs sind, fahren wir noch um den Deut auch mit den modernen Ski besser. Und Kanten gibt es ja auch keine, oder Stahlkanten? Teils schon, also das ist dann so in den 30er Jahren, wo sich die dann langsam durchgesetzt haben. Also jene von uns, die die früheren Techniken demonstrieren, haben natürlich keine Stahlkanten. Die, die dann später dran sind, quasi von der Datierung her, die dürfen dann schon mit Stahlkanten unterwegs sein. Jetzt seid ihr ein Team von circa 30 Damen und Herren. Und Sie haben schon erwähnt, Sie seid unterwegs bei verschiedenen Anlässen, kommen wir noch einmal näher auf diese Anlässe zurück. Stichwort Dubai, Skihalle. Ja, das war sicher eines der Highlights mittlerweile. 2006 wurden wir eingeladen, das ist so über die Österreich-Werbung auch indirekt gegangen, bei der Eröffnung der Skihalle in Dubai mitzuwirken, den historischen Part dort zu übernehmen. Es war ein großes Erlebnis natürlich in dieser Skihalle, wo es jeden Tag neu schneit, dass man natürlich alles programmieren kann. Ja, dann durchaus auch draußen in der Mall bei 25, 30 Grad, drinnen dann in der Skihalle bei minus 5 Grad. Es war ein eigenes Feeling. Wir konnten dann auch einen Weg in die Wüste antreten und dort probieren, wie diese historischen Hölzer auf den Dünen zu fahren sind. Also das sind schon Erlebnisse, die prägen. Ja. Man kann euch immer wieder beobachten, zum Beispiel bei den Weltcuprennen am Semmering. Habt ihr auch eine Demonstration gezeigt? Ja. Wie schaut es bei sonstigen Bewerben, Weltmeisterschaften war sie sogar? Ja, wir durften bei der Doppelweltmeisterschaft am Kreisberg und im Lachtal fahren. Wir durften bei der Eröffnung der WM in Schladming dabei sein. Muss ich auch dazu sagen, da hatten wir auch das Glück, dass der Zielhang relativ weich war, weil es geregnet hatte. Weil sonst kann man sich vorstellen, Sprühbalken vereister, steiler Zielhang und dann fährt man mit Holzbrettern ohne Stahlkanten. Das passt einfach nicht zusammen. Aber da vielleicht noch eine Geschichte dazu, weil Didier Küsch hat ja ein Jahr vor der Weltmeisterschaft seinen Abschied gegeben in Schladming und da ist er, hat sich so ergeben, mit meiner nostalgischen Ausrüstung gefahren. Und selbst er hatte seine Probleme damit. Also auch da sieht man, einer der besten Skiläufer der Welt, der ist einfach anderes gewohnt und steht natürlich anders auf den Ski droben. Ihr habt euch auch beteiligt mit dem Wintersportmuseum bei der Olympiade in China. In welcher Form? Ja, wir haben für dieses Museum, das neu gebaut worden ist, in China Objekte zur Verfügung gestellt. Und es war auch im Gespräch, dass in irgendeinem Event zu Beginn dieser Olympischen Spiele eventuell auch das Nostalgie-Team dabei sein kann. Aber das hat sich natürlich dann durch die Pandemie, die vorwiegend auch in China natürlich um sich gegriffen hat, alles zerschlagen. Und das ist halt dann leider nichts geworden draus. Okay. Wir sprechen noch weiter über eine besonders erfolgreiche Veranstaltung, den Grand Prix Nostalgie. Vorerst machen wir aber eine Unterbrechung, denn wir haben mehrere Beiträge für Sie vorbereitet.
Pressegespräch mit Baustellenflair war kürzlich in der Wiener Straße 3 in Mützzuschlag angesagt. In die ehemaligen Geschäftsräume der Stadtwerke sollen in einem Jahr die Klientinnen und Klienten von Jugend am Werk einziehen. Knapp 3 Millionen Euro fließen bis dahin in den Umbau. Die größten Brocken unter Anführungszeichen sind im Innenhof ein Stiegenhaus gemeinsam mit einem Aufzug, damit alle Gebäudeebenen, die recht unterschiedlich sind, barrierefrei erschlossen werden können. Weiters wird eine Photovoltaikanlage auf dem neu errichteten Geschoss in Richtung Hammergasse errichtet, sowie das Dach saniert von einem Zwischenhaus. Jugend am Werk zählt zu den führenden Anbietern sozialer Dienstleistungen in der Steiermark. Mützzuschlag war einer der ersten der mittlerweile 137 Standorte. Mützzuschlag ist sehr lange, möchte fast sagen, in den Anfängen von Jugend am Werk, wo Einrichtungen geschaffen wurden, ist auch heute nach wie vor beliebt, sehr gefragt mit verschiedenen Angeboten. Und ich glaube auch die Örtlichkeit, in der wir uns heute befinden, wird ein Zentrum der Begegnung sein für die Bewohner von Mützzuschlag, für die Umgebung und natürlich auch für unsere Klienten und Klientinnen, inklusive Angehörige. Ursprünglich angesiedelt in der Grünen Insel, zieht man nun nach mehr als 40 Jahren in der oberen Bahngasse mitten ins Stadtzentrum. Zum einen waren es wirtschaftliche Gründe, die diesen Entschluss reifen haben lassen. Zum anderen bedeutet dieser Umzug auch gelebte Inklusion. Unser Ziel ist es, mitten in der Gesellschaft auch unsere Angebote, unsere Ausbildungsmaßnahmen anzubieten. So werden künftig Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrer Suche nach Ausbildung und Arbeit individuell unterstützt und dabei begleitet, beruflich neue Chancen wahrzunehmen. Für die Klienten angeboten werden Ausbildungsmaßnahmen im gesamten Gastrobereich, also sowohl in der Küche, Produktionsküche wird hier installiert, als auch im Service. Und Neues soll die Möglichkeit angeboten werden, auch im Sinne eines Allround-Gastro-Bereichs und Ausbildungsbereichs hier so etwas wie Reinigungs- und Pflegedienste anzubieten. Damit soll Menschen mit sozialen und persönlichen Defiziten die Chance geboten werden, am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Zeitgleich erlebt mit den neuen Mietern auch die Innenstadt von Mützzuschlag eine Belebung. Es gehen junge Leute aus und ein. Es sind, weiß nicht, knapp 100 Leute jeden Tag, die in Schulungen sind. Es soll aber auch ein Café geben und ein kleines Lokal, wo man einen Tagesteller zum Mittag bekommt und Kaffee und Kuchen, wo man einfach eine Gastronomie wieder in der Innenstadt hat, eine ganz besondere Gastronomie. Es gibt auch Möglichkeiten für Catering und Belieferungen und es ist einfach lebendig. Und das ist ein großes Ziel der Innenstädte, die sich ja überall ändern, dass Leben herrscht, dass man Menschen trifft und das ist sicher gegeben durch dieses tolle Projekt. Auch die Wohneinheiten der jungen Menschen werden in die Stadt verlegt. Ende 2023 soll das ehemalige Sparkassengebäude das neue Wohnheim der Jugend am Werk Klientinnen und Klienten sein. Weg vom Internatscharakter hin zu eigenständigen Wohngemeinschaften. Ein weiterer Schritt zur Eigenständigkeit, wie die Verantwortlichen von Jugend am Werk betonen. Eine Veranstaltung besonders für die Kleinen war die Nikolausfeier mit Krampusbegleitung am 5. Dezember. Ein Ensemble der Johannes Brahms Musikschule und Schülerinnen und Schüler der Toni Schruff Volksschule sowie vom Hort Fridolin umrahmten das Geschehen am Mürzer Stadtplatz. Im Mittelpunkt stand natürlich der heilige Nikolaus. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Er hat eine schöne Haum, so eine Mütze. Und ist nett. Also er hat die Bischofmütze und das Bischofsstab. Und der hat die rote Kleider an. Und er hat uns Geschenke gebracht. Advent, 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 die zweite Kerze brennt. Für alle, die im Dunkeln sind, für alle, die im Dunkeln sind. Über
300 Sackerln wurden verteilt mit Biomandarinen und Äpfeln, Erdnüssen sowie Fairtrade-Schoko und Lebkuchen. Der Nikolaus brachte aber nicht nur Geschenke, er hatte auch eine Botschaft für die Kleinen und Großen. Der Nikolaus, der vor Jahrtausenden mittlerweile gelebt hat, ca. 350, das war ein Mann, der versucht hat, in seinem Leben das zu tun, was Jesus von ihm möchte. Er hat den anderen geholfen. Und jeder von uns kann ein kleiner Nikolaus sein, wenn wir versuchen, mit unseren Mitmenschen, mit unseren, ja, mit denen wir zusammenkommen im Laufe des Tages, wenn wir da gut miteinander umgehen. Das ist die Botschaft des Nikolaus am heutigen Tag. Nach der Nikolausfeier gab es für die Mädchen und Buben ein Krampustreiben mit den zotteligen Bärten der Ganzstorteifeln. Manche Kinder haben sich ein bisschen gefürchtet, aber Angst musste eigentlich niemand haben. Eigentlich okay, die schauen nur gruselig aus, aber die sind nicht in echt gruselig. Schrecklich. Hast du ein bisschen Angst vor ihm? Ja, sehr. Hast du den Krampus auch schon gesehen? Ja, der schaut lustig aus. Der hat so krumme Zähne. Der Krampus ist der böse Begleiter vom Nikolaus. Und bestraft die schlimmen Kinder. Krampus und Nikolaus am Stadtplatz. Ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Stadtgemeinde Mürzzuschlag. Auch die nächste Sitzung des Mürzer Gemeinderats am Donnerstag, dem 15. Dezember, wird live übertragen. Alle Interessierten können die Gemeinderatssitzung ab 16 Uhr im großen Stadtsaal von Mürzzuschlag live mitverfolgen. Und zwar im Stadtkamerakanal des Kabelnetzes der Stadtwerke, auf der Homepage www.mürzzuschlag.at, über die YouTube-Kanäle der Stadtgemeinde und TV Mürz sowie auf Facebook unter Stadtgemeinde, Twin Media und TV Mürz. Also schauen Sie zu bei der Live-Übertragung der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, dem 15. Dezember ab 16 Uhr. Erleben Sie unser neues Küchen- und Möbelstudio im Miele Center Stadtwerke Mürzzuschlag, Mariazellerstraße 45C. www.stwmz.at. Vorweihnachtliche Klänge waren kürzlich im vollbesetzten Stadtsaal Mürzzuschlag zu hören. Die Johannes Brahms Musikschule lud zum Konzert zur Weihnachtszeit. Ja, ich mache mir eigentlich immer schon im Frühjahr Gedanken, wie wir dieses Konzert gestalten. Und diesmal war völlig klar, mit dem Brasswood Project wollen wir auch unseren Bläsern in diesem Rahmen eine Möglichkeit zum Auftreten geben. Dann das Tiefton-Ensemble mit vielen tiefen Blechbläsern, mit den Trompetern. Wir wollten also einen Bläserschwerpunkt auch setzen und neu seit diesem Schuljahr auch unsere Tänzer. Rekordzahl an Musikerinnen und Musikern wirkte in den verschiedensten Ensembles bei diesem abwechslungsreichen Konzert mit. Bläser, Streicher,
Tänzer und Sänger machten das Konzert zu einem stimmungsvollen Erlebnis für das zahlreich erschienene Publikum. Beeindruckend auch das Brasswood Project, ein Zusammenschluss von fortgeschrittenen Bläserschülern, Lehrern und Musikern der Musikvereine im Einzugsgebiet der Johannes Brahms Musikschule. Ja, das Weihnachtskonzert der Johannes Brahms Musikschule ist natürlich immer ein absolutes Highlight zur Vorweihnachtszeit. Das Team der Johannes Brahms Musikschule hat es auch heuer wieder geschafft, ein abwechslungsreiches und ausgezeichnetes Programm zusammenzustellen. Und ich möchte mich hier bei allen Beteiligten, den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Schülerinnen und Schülern für ihren Einsatz bedanken, den sie nicht nur heute hier und in der Vorweihnachtszeit an den Tag legen, sondern das ganze Jahr über für die Stadt mit Zuschlag unterwegs sind. Vielen lieben Dank. Das Konzert zur Weihnachtszeit war gleichzeitig auch der Auftakt für das neue Programm in der Spielsaison 2022-23. Am 17. Dezember geht es ab 19 Uhr im Kunsthaus Mützzuschlag weiter mit Dixiehafte Weihnachten von den St. Barbara Dixieländers. Mit einem Bergadvent im Panoramarestaurant W11 auf 1640 Meter ist der Stolleck am 4. Dezember in den Winter gestartet. Am Eröffnungstag mit dabei war auch das Nostalgie-Team des Wintersportmuseums Mützzuschlag. Ja, wir sind stolz, dass wir heuer wieder loslegen können. Wir sind ja die letzten Jahre ein bisschen gebremst worden durch Veranstaltungsverbote. Aber heuer starten wir wieder in den Winter. Und wo kann man das besser als ganz oben am Berg und dann auch noch mit dem höchsten Adventmarkt in der Steiermark. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung unter anderem von den Stuleckbläsern. Stimmungsvolle Weihnachtsklänge und das ausgestellte Kunsthandwerk bezauberten die Besucher und der Christkindlmarkt bot zahlreiche Geschenkideen. Wir bieten da trendige Geschenke zu Weihnachten, auch zu Nikolaus und auch für die Damen mit den Filztaschen, die zurzeit wirklich sehr in sind. Und freuen uns immer, dass wir eingeladen werden, dass wir da weitermachen dürfen. Ne? Um Geschenke für Weihnachten ging es auch im eigens eingerichteten Engerlpostamt. Also ich habe übernommen Adventbriefe zum Schreiben. Die werden dann ans Christkind weitergeleitet. Macht eigentlich viel Spaß da herum an. Ob Engerlpostamt oder Spielecke, für die Kleinen war jedenfalls gut gesorgt. Zum Advent am Stuleck gehören auch Ausschankhütten mit heißen Getränken und kulinarischen Schmankerln. Wir machen Hot Aperol und einen G-Punch mit ohne Alkohol. Und es gibt ein bisschen was zum Essen, Bruschetta, also italienische Brötchen mit Tomaten und Melanzani. Ja, das ist halt unser Programm heute.
und das musikalische Programm im W11 wurde live gespielt. Live-Musik ist bei uns ganz wichtig herum am Berg. Wir haben heute ein Bläserquintett und das Duo Gnaus, die hier herum für Stimmung sorgen. Und man sieht auch, die Stimmung ist auch wirklich ausgezeichnet. Das Duo Gnaus unterhielt in der Snow Lounge und überraschte dabei mit seinem neuen Lied Ich schenke dir ein Danke. Ich schenke dir ein Danke, weil du es verdient dir hast. Die Berg- und Talfahrt zum Christkindlmarkt am Stuhleck ist mit dem Sessellift möglich. Ja, auch was Besonderes. Wann kommt man denn schon einmal dazu, dass man dann, wenn man wieder zurück ins Tal fährt, auf einer beleuchteten Seilbahntrasse dann wieder Richtung Tal schaukelt? Hat auch was ganz Schönes und ist was Besonderes und macht einfach schon riesige Vorfreude auf den Winter. Die nächsten Termine für den Advent am Stuhleck sind Samstag, 10. Dezember, Sonntag, 11. Dezember und Sonntag, 18. Dezember, jeweils von 11 bis 20 Uhr. Wir sind wieder da, das Gespräch geht weiter. Zu Gast ist Hannes Nodagl vom Wintersportmuseum Mürzzuschlag und er ist auch Gründungsmitglied des Nostalgie-Teams. Wir haben schon vorher darüber gesprochen. Beides gehört ja irgendwie zusammen, Nostalgie-Team und Wintersportmuseum. In welcher Form? Ja, das Nostalgie-Team ist quasi die Aktivitätsschiene des Vereins der Freunde und Förderer des Wintersportmuseums. Und ich kann auf diese Gruppe immer wieder zurückgreifen, wenn es um Veranstaltungen geht, wenn es um die Bespielung der Langen Nacht im Museum geht, wenn es Hilfe bei Vorträgen benötigt wird, dann helfen diese Männer und Frauen immer wieder mit. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil ohne Ehrenamtliche einfach vieles nicht funktionieren würde. Es ist was Besonderes, hier mitzuwirken. Was macht es aus, hier bei diesem Team dabei zu sein? Was ist das besondere Interesse? Ja, natürlich die Liebe am Skisport, klarerweise, aber vielleicht auch ein bisschen das Zurückdenken, wie alles noch ein bisschen gemütlicher hergegangen ist, wie es vielleicht die Sekunden noch nicht so gezählt haben, die Schnelligkeit, das Schnelllebige einfach noch nicht so da war. Und ich denke doch, also der Zusammenhalt in der Gruppe, wenn man Veranstaltungen organisiert, wenn man gemeinsam was über die Bühne bringt, das macht natürlich dann Motivation aus fürs nächste Mal. Ihr seid auch unterwegs mit eurem Team bei verschiedensten Veranstaltungen im In- und Ausland, aber ein besonderes Ereignis ist demnächst wieder bei euch zu bewundern. Ja, wir haben 1999 schon begonnen, den Grand Prix Nostalgie zu organisieren. Das ist unsere eigene nostalgische Skiveranstaltung. Zuerst auf der Meierhofer Wiese, teilweise dann schon mit Schneeproblemen konfrontiert, dann beim Schlauen Fuchs. Auch das ist natürlich Geschichte. Mittlerweile sind wir heimisch geworden mit diesen Skirennen bei den Schmolliften in Steinhaus. Diese kleinen Lifte, das passt einfach sehr gut zum Ambiente. Es kommen viele Gruppen aus Teilen Österreichs, aus dem Ausland, aus den Benachbarten, aus Slowenien, aus Südtirol. Und da geht es einfach gemütlich her auf der einen Seite, aber doch im Wettkampf, wer der Schnellste ist in der Rennklasse oder es gibt eine Mittelzeitmessung auch für jene, die einfach dabei sein möchten und gerne diesen Fernlauf durchfahren möchten. Auch verschiedene Leute, die keine Ausrüstung haben, können mitmachen, weil wir Sets aus dem Museum zur Verfügung stellen können. Und jetzt ist es wieder soweit, nämlich am 28. Jänner 2023 findet das wieder statt. Siegerehrung ist dann im Wintersportmuseum und danach laden wir wieder zum traditionellen Schneerosenball ein. Hannes Nodagl, das war ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Kommen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte vormerken diesen Termin im Jänner. Es ist ein hochinteressanter und hochamüsanter Bewerb. Wäre schön, wenn Sie auch dabei sind. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.